Ja, mal wieder ein freundliches Hallo aus dem Garten. Es ist schönes Wetter. Ja, was haben wir hier? So um eine 22, 23 Grad. Und es ist mal wieder Zeit, was zu bauen. So, ich hatte jetzt vor einiger Zeit gesehen, dass das Grünflächenamt an der Landstraße wieder ein paar Birken umgelegt hat. Und da bin ich dann mal zu einem Holzhändler hier in der Gegend gefahren und habe mal gefragt, ob der nicht irgendwas an Birke da hat, weil ich wollte mir daraus was schnitzen. Also es soll heute so für einen Rucksack so eine kleine Essensschale geben. Ja, und der Mann war also sehr interessiert und hat mir dann doch tatsächlich zwei von solchen Birkenstücken geschenkt. Auf diesen recht herzlichen Dank dafür. So, und jetzt muss ich euch dazu sagen, das ist schon ein kleines Fake-Video. Ich werde euch nicht damit langweilen, dass ihr jetzt zusehen sollt, wie ich jetzt hier irgendwas schnitze und mache und tue. Das könnt ihr selber. So, und da gibt es auch Schnitzvideos im Netz, die das alles viel schöner zeigen. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, was ich so an Tricks mir ausgedacht habe, um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen. Fake-Video insofern, weil ich habe also schon geschnitzt und die Idee, das vielleicht so ein bisschen auf Video festzuhalten, ist mir erst hinterher gekommen. Also deswegen der Fake. Gut. Dann zeige ich euch jetzt gleich erstmal, was ich an Werkzeug verwendet habe und wie man das ganz einfach auch scharf halten kann. Bis gleich. So, also das, was ihr gleich an soweit fertigem Schnitzergebnis seht, habe ich bisher mit einem Beil, einer Säge, was ist es? Ein großer Hohlbeitel. Weiß ich, seht ihr das? So. Also hier so ein Teil, also wie gesagt, Hohlbeitel und dann dieses tolles Schälwerkzeug nach einer Idee von dem Felix Immler, wie der das gemacht hat, das Video verlinke ich euch dann. Also das ist ganz toll, was der sich ausgedacht hat. Das ist ein Schälmesser, super stabil, aus einem 17er Ringschlüssel und der ist dann hier so ein bisschen angeschliffen und das Teil, das räumt also vom Holz her, also das ist sagenhaft und Stabilität, also wirklich, das ist phänomenal, das Ding. So, und zum Schärfen 1000er Schleifpapier und so ein Keramikschleifstab, den ich mal für einen Zehner in einem großen skandinavischen Möbelhaus in der Haushaltswarenabteilung geschossen habe. Also das Ding ist wirklich gut. So. Zum Schärfen könnt ihr also hier so einen Hohlbeitel scharf zu halten. Das ist also relativ schwierig, wenn man nicht das richtige den richtigen Maschinenpark dafür hat. Aber es geht auch ganz einfach. Wenn man die Schärfe nacharbeitet, solange das Ding noch scharf ist, nehmt ihr euch ein 1000er Schleifpapier, legt das auf eine gerade feste Oberfläche und dann fahrt ihr einfach so leicht
die Phase. So, und dann ist das also schön scharf. Und der Grat, der dann hier entsteht, da geht er einfach her mit dem Schleifstab und fahrt hier drüber. Und wenn man das immer beihält, also wenn man das nicht komplett stumpf werden lässt, kommt man damit also hervorragend hin. Das gleiche könnt ihr auch mit dem Teil machen. Auch wie gesagt, hier immer, immer das Schleifpapier und den Grat dann auch so wegnehmen. Wie gesagt, die Schärfe dann immer erstmal so ein bisschen beihalten, dann ist das alles kein Problem. Diesen Keramikschleifstab könnt ihr also auch zum Schärfen für das Beil nehmen. Funktioniert auch hervorragend. So. Zuerst bin ich hier gegangen und habe das Stück Holz mit dem Beil geschält. Also die Rinde erstmal runtergeholt. So, als nächstes, wo ich das dann hatte. Das sieht dann so aus. Also das ist das andere Stück. Das kann ich jetzt zum Schnitzen schon nicht mehr brauchen, weil, seht ihr hier, überall Trocknungsrisse. Also eine Schale kann man da nicht mehr draus machen. Ja, vielleicht doch, wenn man das hier in der Mitte noch... Ja, muss ich mal sehen. Ansonsten gibt es einen neuen Löffel. So, dann habe ich das, also wie gesagt, gespalten. Habe hier unten das flach gemacht mit dem Beil, also auch so ein Stück abgespalten, so dass ich schon praktisch den, ja, die Grundform von der Schale schon hatte. Dann bin ich hergegangen, habe mir aufgezeichnet, wie ich die Vertiefung haben möchte, den Griff, und da sind also eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, und dann geht es natürlich an das Schnitzen, und da habe ich mir auch wieder was ausgedacht. Das hat ja nicht jeder so eine Hobelbank oder Werkbank. Es muss ja auch einfach gehen. Und wie ich das gelöst habe, zeige ich euch jetzt. So, jeder kennt doch diese zusammenlegbaren Werkbänke, hat vielleicht auch jeder eine oder auch nicht. So, und da sind ja dann hier diese, ja, Halter mit dabei, wo man dann irgendwas mit festklemmen soll. Nur wenn ich jetzt hingehe und versuche ein Holz, was ich schnitzen will, damit einzuklemmen, das funktioniert nicht, das rutscht mir immer weg. So, da habe ich mir jetzt was einfallen lassen. Und zwar im Baumarkt gibt es so Buchenholz-Rundstäbe. So, das ist jetzt hier ein 20er Buchenholzstab. War 1 Meter für... Was war das? Für einen Fünfer, glaube ich. So, da habe ich mir in Stücke geschnitten. Übrigens mit dem Gummiband. Das ist dann eine Arretierung. Kann ich dann die Höhe verstellen, wie hoch ich das Stäbchen haben will. Da rutscht mir das auch nicht dadurch. So, und jetzt zum Klemmen. Einfach mal Dachlatte. Und schon
kann ich die ganze Angelegenheit vernünftig einspannen und kann arbeiten. Ja, damit habe ich also auch so was wie eine improvisierte Rodelbank. Ja, nur mal so als Tipp, wie man kostengünstig an eine vernünftige Werkbank kommen kann. So. Und wie gesagt, ich habe ja schon eine Zeit vorgearbeitet. Und was bis jetzt fertig geworden ist, das zeige ich euch jetzt. So, wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist jetzt nur grob, das ist noch nicht geschliffen und nichts. Das hier ist jetzt nicht eine Ablage für eine Zigarre. Das habe ich mir so gedacht, wie ich die Schale dann halten möchte. Also den Daumen hier rein und dann die Finger. Hinten so, dass man dann praktisch so aus der Schale löffeln kann. Hier habe ich dann auch schon angedeutet, geschliffen, wo die Finger hinkommen sollen. Einmal hier und einmal hier. Das wird dann nachher noch deutlicher ausgearbeitet und ausgeschliffen. Ja, das ist, wie gesagt, bisher das, was ich soweit fertig habe. Die Innenseite werde ich also auch wieder mit dem Schleifmob schleifen. Den habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, aber wenn es dann nachher ans Schleifen geht, zeige ich euch das alles nochmal. Und auch, wie man sich so einen Schleifmob selber machen kann mit ein bisschen Schleifpapier und einer Schlossschraube. Gut, das ganze Ding muss jetzt natürlich noch trocknen. Und fürs Trocknen habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Die ganzen Holzschnitzel, die ihr jetzt hier und hier weggenommen habt und auch die Rinde, die ihr abgeschält habt, die hebt ihr euch auf, tut die in einen Karton und legt dann praktisch die Schale mit in die Schnitzel rein. Und das Ganze lasst ihr dann locker 4 bis 5 Wochen in einer dunklen, nicht zu warmen Ecke im Zimmer oder im Keller, wenn er nicht zu kalt oder zu feucht ist, stehen. Und dann trocknet das alles gleichmäßig. So, und ich habe also die Hoffnung, dass ich dann beim Trockenprozess, dass mir die Schale nicht reißt. Ob das was wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal ein paar Wochen Pause machen mit dem Video, weil die Schale muss erstmal trocknen, bevor ich weiter hingehe und das schleife und das öle. Wenn es dann ans Schleifen geht, wie gesagt, da zeige ich dann ein bisschen mehr. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das Grobe werde ich dann beim Nachbarn auf dem Bandschleifer machen. Ja, ich bin ein Fauler, ja. Und was jetzt hier noch so an Schleifarbeiten ist, das werde ich euch dann so noch ein bisschen zeigen. Und dann sehen wir uns, wenn das dann weiter bearbeitet wird. Gut. Dann bis später. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann.
hier können wir noch mal sehen, wie gut dass das Teil vom Felix immer räumt. Kann man wirklich schön genau auf den Punkt die Sattel rausholen, was man noch rausholen will. So. Also wie gesagt, es lohnt sich, sich selber so ein Teil zu bauen. Und so ein 17er Ringschlüssel kostet ja auch nicht viel. Ja, das wollte ich also nur noch mal gezeigt haben, wie gut dass das Teil räumt. Die Trockenzeit ist jetzt vorbei von der Schale. Das waren jetzt gut anderthalb bis zwei Wochen in den Schnitzeln, die ich da rausgeholt habe. Also praktisch das, was jetzt hier ausgearbeitet worden ist und außen. Die Schale hat keine Trocknungsrisse, da freue ich mich. Die Außenseite habe ich schon mal an Bandschleifer gehalten. Und bin dann nachher mit der Hand Bandschleifer die Körnung von dem Schleifpapier, das war 150er. Und dann bin ich schrittweise bis 1000er Körnung gegangen. Und das fühlt sich also an, jetzt hier von außen wie ein Pfirsich. Jetzt muss nur noch die Innenseite geschliffen werden. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Und wenn man das jetzt hier mit dem Schleifmob soweit fertig hat, dass es einigermaßen glatt ist, dann ist wieder Handarbeit gefragt und da werde ich dann auch bis 1000er Körnung dran gehen. So. Den Schleifmob habe ich euch ja schon mal gezeigt, der ist auch Marke Eigenbau. Das ist einfach Schleifpapier. Dann hier an den Seiten eingeschnitten und das Ganze dann auf eine Schlossschraube draufgepackt. Mit einer selbstsichernden Schraube fertig gemacht und dann kann man das Ganze hier in einen Akkuschrauber einspannen und kann dann damit schleifen. So, jetzt wird es gleich ein bisschen laut und dann schleifen wir mal zusammen. Bis gleich. So, mit dem Schleifen bin ich jetzt fertig. Ich habe also, wie gesagt, erstmal hier mit dem Schleifmob
das Gröbste weggemacht und dann mit der Hand, mittlerweile ist jetzt auch gut eine Stunde Schleifen vergangen, und mit der Hand bin ich dann hingegangen und bin über 240er, 320er bis auf 1000er Körnung gegangen. Und das fühlt sich jetzt also wirklich an wie ganz glatt und das begeistert mich immer wieder, Holz. Gut, ich bin auch Schreiner unter anderem. Gut, ich weiß nicht, seht ihr das hier, wie schön glatt das geworden ist? So, und das Beste kommt jetzt. Jetzt wird die Schale geölt. So, zum Ölen nehme ich, weil ich daraus ja auch essen will, Walnussöl. So, Walnussöl, das ganz einfach hier aus dem Supermarkt. Das sind so, ja, 250 Milliliter Fläschchen. Ich weiß gar nicht mehr, was das kostet. Und das muss man dann mehrmals machen. Also ich öle die Holzsachen bestimmt 3, 4, 5 Mal, dass das Öl so richtig schön tief in das Holz einziehen kann. Und das ist jetzt natürlich zeitlich auch ein bisschen aufwendig, weil das Öl muss erst komplett durchtrocknen. Und da werde ich euch nicht mit langweilen. Ihr wisst, wie ich das beine, und ölen könnt ihr dann auch selber. So, und jetzt kommt gleich der große Augenblick, wenn wir das Holz das erste Mal ölen. Da kommt die Maserung und alles kommt dann so richtig raus. Und das ist immer so ein richtig ganz toller Moment. Und da nehme ich euch dann auch gleich mit dazu. So, Achtung, gleich geht's los. Das Einölen geht eigentlich ganz einfach. Man nimmt sich das Öl, kippt so ein bisschen was rein, dann einfach ein Küchentuch und das Ganze schön verteilen. So, und jetzt guckt euch mal die Maserung an. Wie schön die Zeichnung von dem Holz jetzt rauskommt. Da. Das gibt doch so einen richtig schönen warmen Ton. Sieht das nicht toll aus? Schaut euch das mal an. Sieht das nicht toll aus? Und mit jedem Mal ölen wird der Farbton dann auch kräftiger und satter. Und müsst ihr einfach selber mal machen. Und schnitzen ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euch ein Stück Holz. Und wenn ihr eine Tasse machen wollt, schnippelt ihr von dem Holz, was ihr da in der Hand habt, alles das weg, was nicht nach Tasse aussieht. Oder was nicht nach Schüssel aussieht oder nach Löffel oder was auch immer ihr bauen wollt. Jo, das war's wieder mal.
Ich öle jetzt hier noch ein bisschen weiter die Schale ein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.